Wenn man alten Schmuck oder Omas Besteck zu Hause findet, fragt man sich, ob sie aus Silber sind. Denn vieles sieht nur wie Silber aus, besteht aber aus ganz anderen Metallen. Daher habe ich für Anfänger einige Tests zusammengestellt, mit denen jeder selber prüfen kann, ob ein Gegenstand aus Silber bzw. wenigstens versilbert ist. Als erstes sehe ich nach, ob ich eine Prägung finde. Auf altem Silberbesteck findet man häufig Zahlen wie hier die 90. Die Zahl gibt an, mit wie viel Gramm Silber das komplette Besteckset versilbert wurde. Wenn das komplette Set ein Kilo wiegt, wurde also hier nur mit 90 Gramm Silber zusätzlich versilbert. Damit ist der Silberanteil recht gering und es ist nur wenig wert. Bei Gegenständen mit hohem Silberanteil ist es üblich, in der Prägung den Silberanteil in Prozent anzugeben. Hier findet man Prägungen mit Zahlen wie 999 oder 800 und so weiter. Das heißt, in diesem Beispiel liegt der Silberanteil bei 99,9%. Außerdem findet man bei echten Silberbarren noch ein Herstellerzeichen, eine Seriennummer und ein Gießerzeichen. Zusätzlich könnt ihr noch einen Magnettest machen, denn Silber ist im Gegensatz zu vielen anderen Metallen unmagnetisch. Verwendet am besten einen starken Magneten mit Neodymium und haltet ihn an die Gegenstände. Mit diesem Test findet man hier wie bei den Messern nur heraus, ob ein Metall magnetisch und damit sicher kein Silber ist. Aber er ist gut als Schnelltest geeignet, mit dem man auch viele Silberimitate leicht erkennen kann. Außerdem hat Silber die Eigenschaft, beim Lagern anzulaufen, denn es reagiert mit dem Sauerstoff und Schwefelwasserstoff in der Luft und bildet Silbersulfid. Die Oberfläche verfärbt sich dabei von grau zu braun bis hin zu schwarz und diese Farben sind sehr charakteristisch. Zusätzlich kann man prüfen, ob sich angelaufenes Silber mit der elektrochemischen Methode mit Aluminium, Salz und heißem Wasser reinigen lässt. Wie das funktioniert, zeige ich in einem anderen Video, das ich oben in der Infobox verlinke. Denn diese Methode funktioniert nur dann wirklich gut, wenn die angelaufene Oberfläche auch aus Silbersulfid besteht. Im Internet liest man immer wieder, dass Silber in Kontakt mit Eigelb oder Erbsensuppe schnell anläuft bzw. sich verfärbt. Um das zu testen, habe ich einen sauberen Silberlöffel ca. 10 Minuten ins Eigelb gehalten. Wie ihr hier seht, verfärbt sich gar nichts, daher kann ich diesen Test nicht empfehlen. Außerdem wird häufig empfohlen, ein starkes Oxidationsmittel auf das Silber zu geben. Es soll sich dabei angeblich schnell dunkel färben. Daher habe ich es mit einer 3%igen Wasserstoffperoxidlösung probiert. Aber auch hier kann ich nach 15 Minuten Einwirkungszeit nichts erkennen, sprich der Test ist bei mir durchgefallen. Damit bin ich mit meinen Tipps am Ende und ich hoffe, es waren Infos dabei, die ihr nützlich findet. Tschüss!